Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich habe es gestern leider verpennt, nachzugucken auf dem PTR, ob der neue Charakter da schon spielbar ist, was er schon ist, was ich leider schon, auch, also was ich auch schon in Videos gesehen habe. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, wollte ich euch das jetzt aber gerne noch bei mir zeigen. Ich habe mir hier einfach mal schon ein paar, also ein Skin geholt, deswegen sieht es jetzt schon ein bisschen anders aus. Ich kann euch nachher nochmal zeigen, wie sie normal aussieht. Aber erstmal zu den Fähigkeiten. Unsere Waffe ist ein biotisches Gewehr, mit dem wir unseren Verbündeten, wenn wir sie treffen, Heilung gewähren. Und wenn wir Gegner treffen, fügen wir denen mit einem, ja, mit Schaden über Zeit halt recht viel Schaden zu. Dann haben wir einen Betäubungspfeil, mit dem wir Gegner zum Einschlafen bringen. Das hält ziemlich lange an, also so ungefähr 7 bis 10 Sekunden. Wenn die aber Schaden kriegen, wachen sie sofort wieder auf. Und dann haben wir noch die biotische Granate, mit der wir Verbündete heilen, Gegnern Schaden zufügen und bei unserem Verbündeten noch dafür sorgen, dass sie erhöhte Heilung bekommen und getroffene Gegner können nicht mehr geheilt werden. Also egal, ob Selbstheilung ist oder durch Heiler oder auch sogar dann eine Ulti, beispielsweise von, ja, von Zenyatta, die würde dann einfach für eine kurze Zeit nicht heilen. Und unsere ultimative Fähigkeit ist der Nano-Boost, mit der wir die Geschwindigkeit, den Schaden und die Verteidigung eines Verbündeten erhöhen. Und das Ganze zeige ich euch jetzt erst einmal, wie gewohnt hier auf Hört unserer niemals auf, für eure Trainingsmap. Überzeugungen zu kämpfen. Also wir können auch normal schießen und dann Schaden zufügen. Wir können aber auch ranzoomen. Headshots gibt es bei dem Charakter nicht. Leider. Aber ist auch nicht schlimm. Das Wichtigste ist im Grunde eh die Heilung. Und ihr seht, das heilt gar nicht mal schlecht. Der Schaden ist ganz okay. Die Heilung ist gut. Und wie viel hat der da? Oh, der ist tot. Gut. Du bist wieder diensttauglich. Dann geben wir dem da gleich mal, wenn der wieder frei ist. Ach Mist. Ich wollte dem jetzt eigentlich den Boost geben. So, sobald der wieder da ist, kriegt er jetzt mal den Boost. Der würde jetzt schneller laufen. Bringt ihm jetzt nichts, weil er feststeht. Aber er macht auch mehr Schaden. Ja, dann haben wir noch unsere Granate. Erhöht dann die Heilung und heilt auch direkt. Das sind 100 Heilung, die Granate macht, und ich meine auch 100 Schaden. Und dann haben wir halt noch diesen Pfeil, den man treffen könnte. Machen wir nochmal die Granate. Ich hätte jetzt erwartet, dass da der Lebensbalken umrandet ist. Weil so wird normalerweise angezeigt, dass die keine Heilung bekommen können. Und dann lassen wir den jetzt mal einschlafen, der kann mir nicht weglaufen. Ah, okay. 5 Sekunden circa. Aber im Spiel ist das, wenn man davon getroffen wird, echt lang. Der hält jetzt auch mehr aus, ne? Verteidigung ist erhöht. Gott schießt drauf. Und so können wir den sehr leicht hochheilen. Vor allem, wenn wir ihm dann auch noch die Heilungsverstärkung geben. Ja. Und dann versuche ich euch das Ganze jetzt auch nochmal in dem Spiel zu zeigen. Nachdem ich euch einmal das Originalaussehen gezeigt habe. So sieht es eigentlich aus. Ich habe mir einfach mal, weil ich fast 1000 Punkte hatte hier, einfach mal den Skin hier gegönnt. Der gefällt mir ganz gut. So, wo ich bei bin, kann ich auch eigentlich noch die anderen zeigen. Das wäre die andere Alternative zu dem epischen Skin. Dann haben wir noch den hier in grün und in schwarz-gelb. Und dann das Captain Amari oder in Horus, einfach nur auf meiner anderen Farbe. Gut, dann auf ins Spiel. Es werden bestimmt mindestens 2
Charaktere da sein, von dem, den ich spielen möchte. Ich habe es jetzt paar Mal geübt, mir angeguckt und ja, im Grunde in jeder Runde waren zweimal Anna Amari bei, manchmal sogar drei. Und wenn man das sich im Ranglistenmodus anguckt hier, dem PTR, dann sind das auch meistens eine Anna Amari und dann ja, meistens noch ein zweiter Supporter, was an sich ganz cool ist. Weil normalerweise will ja keiner Supporter spielen, aber so in Kombination scheinen sie das hier doch zu wollen. Dauert hier jetzt leider ein bisschen länger, weil es der PTR ist, ne? Aber es ist auch noch vertretbar, es war jetzt 45 Sekunden. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Ja, und da haben wir schon zwei. Ich werde jetzt auch einfach mal nicht wechseln. Jetzt haben wir schon drei. Vier. Hoffentlich werden wir nicht sechs. Ja, was man sonst noch zu Anna Amari sagen kann. Man muss im Grunde nicht snipen. Es ist einfach nur auf größere Distanz dann genauer. Der einzige Unterschied ist, wenn man auf Gegner schießt, hört niemals auf, kommt der Schuss ganz leicht verzögert. Aber wirklich nur ganz leicht. Wenn man den dann sofort treffen will, müsste man snipen, aber solange da zwei, drei Gegner sind, trefft ihr meistens was. Vor allem, wenn ein Verbündeter noch dazwischen ist. Eigentlich wollt ihr den ja heilen. Der Schaden ist meiner Meinung nach ein Nebenprodukt. Oder damit ihr euch wehren könnt. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Gerechte Sache. Ein kleiner Sieg für die gerechte Sache. Mal gucken, wie viel die Gegner haben werden. Wir haben jetzt vier. Kann ja lustig werden. Ich kann Zaya nicht sehen. Okay, kann ich auch nicht, weil es ist jetzt ein Roadhog. Ach, ein Roadhog, sag ich denn. Junkrat. Ansonsten sind hier natürlich schon die ganzen Änderungen, die der PTR halt so mit sich bringen sollte. Ranglistenmodus, jeder Held kann nur einmal gewählt werden. D.Va hat jetzt ein Schild ähnlich wie Reinhardt, sie kann das länger aufrechterhalten, lädt sich auch recht schnell wieder auf und man hat nur eine Sekunde Abklingzeit, bis man sie da einsetzen kann. Und es ist halt wie bei Reinhardt so eine Ressource, die sich dann ja über Zeit dann halt abbaut, statt wenn sie getroffen wird. Aber im Endeffekt ist das nicht wirklich länger als vorher. Nur minimal, wenn überhaupt. Ja, wir sind einfach zu viele. Es sind vier Supporter, es macht keiner wirklich Schaden. Die Gegner haben nur eine. Ich versuche euch gleich noch ein bisschen die Ulti zu zeigen. Ich habe ein Auto. Nano-Boost injiziert. Na, wie ihr seht, man muss nicht unbedingt snipen. Das sollte helfen. Man die treffen würde. Achso, noch eine Änderung. D.Va tötet sich mit der Explosion nicht mehr selbst.
Ja, ich werde jetzt einmal ganz kurz meine Ulti einsetzen, dann werde ich schnell den Charakter wechseln. So, die haben wir gleich weg. Ich habe ein Auge. Komm, lass dich heilen. Geht doch. Mist. Na gut. Wie gesagt, ich wechsle jetzt einfach mal den Helden. Ah, Zenyatta nicht. Diva haben wir schon einer. Aber ich glaube, ich mache das. Nee, wir nehmen Junkrat. Hilft jetzt gerade doch mehr. Ich kann vielleicht gleich einmal kurz auf Diva wechseln und euch das zeigen. Wenn die Runde noch so lange geht. Kriegen wir den? Leistung verstärkt. Greif an. Ich bin weg. Geht doch. Hat lange genug gedauert. Match jetzt nicht mehr schaffe, wenn ich Diva zu zeigen, mache ich das gleich. Okay, schaffe ich nicht. Dann zeige ich das gleich auch noch einmal fix. Auf der Trainingsmap. Ah, man hat halt mit vier Supportern die Snipen. Ja, nicht ganz so eine gute Chance zu gewinnen. Da fehlt es dann einfach an Schaden. Ja. Das sagt auch schon viel aus. Gut, dann. Nee, eins zurück. Achso, wo ich gerade hier sehe. Wir haben theoretisch einen neuen Brawl der Woche. Ich guck mal, vielleicht zeige ich euch den morgen. Der ist jetzt natürlich auch nur auf dem PTR, aber da gibt es dann nur die Helden. Anna, Diva, Reinhardt, Roadhog, Vincent und Zaya. Und ja, das ist... könnte lustig werden. Aber das zeige ich euch dann, wenn morgen oder vielleicht auch übermorgen erst. Je nachdem, wie ich es schaffe. Ja, die, wie gesagt, größte Änderung ist dann noch bei Diva. Ihr Schild. Das ist nicht mehr auf E, sondern jetzt rechte Maustaste. Und hat hier rechts neben unserem Fadenkreuz lädt sich das auf. Das können wir einmal kurz aktivieren. Zeit, meine APM anzuheben. Oder auch länger. Wichtig ist halt nur, dass man dadurch die Taste auch gedrückt hält. Wenn man nur einmal kurz drückt, hat man es halt nur für eine Sekunde. Kann einmal kurz vielleicht eine Rakete von Terror abblocken. Am Schaden haben sie nichts geändert. Leider. Aber, wie gesagt, an der Ulti. Ah, wenn sie gleich rauskommen, die Bots. Ja, hoffentlich ist nichts passiert. Ja, ansonsten gibt's noch. So bin ich verdammt overpowered. Zenyatta hat mehr Leben. Das wahre Selbst ist ohne. Der hat jetzt 200 statt 150. Und die Kugel, um den Debuff drauf zu machen, ist schneller auf den Gegnern. Und auch unsere Heilkugel ist
viel schneller auf unseren Verbündeten. Ach genau, und unter Ulti haben sie noch was geändert. Lade ich mal eben schnell auf. So, aber in der Ultis bewegen wir uns doppelt so schnell wie vorher. Was uns damit viel mobiler macht. Vorher hatte ich immer das Problem, ein Verbündeter war meistens in Reichweite, vielleicht auch ein zweiter. Aber sobald einer weggelaufen ist, konnte ich nicht mehr heilen, weil ich nicht hinterher kam in der Ulti. Genau, das waren im Grunde die Änderungen. Nur noch bei McCree gibt es eine kleine, nachdem sie seinen Nahkampfangriff Gerechtigkeit vollstreckt reduziert sich nicht von allein. Haben sie jetzt seinen Fernkampfangriff auf Distanz wieder erhöht. Gibt so eine maximale Reichweite, auf der dieser Bonus greift. Aber im Allgemeinen macht er jetzt wieder mehr auf Distanz. Jetzt wo halt. Oh, noch ein Schuss. Wo halt sein Trommelfeuer ja, abgeschwächt worden ist, haben sie das jetzt nachträglich wieder erhöht. Ja, ich glaube, das waren es jetzt aber wirklich alle Änderungen. Zumindest an den Helden. Ansonsten im Ranglistenmodus ist noch die Änderung drin, dass die Verlängerung Overtime meine auf 20 Sekunden begrenzt worden ist. Und je länger das anhält, desto kürzer wird es, selbst wenn man es wieder neu auslöst, bis das irgendwann im Grunde wieder sofort weg ist, wenn man dann nicht auf dem Punkt steht. Also es reduziert sich mit der Zeit, was dann demnächst dafür sorgen wird, dass ja, die Verlängerung nicht mehr eine Minute andauert, sondern vielleicht nur noch 30 oder 40 Sekunden. Ja, dann hoffe ich, dass ich jetzt alles erwähnt habe. Wenn nicht, es werden bestimmt noch ein paar Änderungen geben. Ist ja wie gesagt noch der Testserver. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Euch gefällt der neue Held. Mir gefällt er auf jeden Fall, auch wenn er noch nicht ganz so leicht zu spielen ist, finde ich. Und die Ulti ein bisschen zu stark ist, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn es jemand kriegt, der viel Leben hat, viel Def, kriegt viel Angriff zu, wird schneller. Ist ganz schön böse. Ja, aber ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hattet Spaß und bis bald.